Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zur letzten Frage unserer Reihe Pandemie und Gesellschaft. Mein Name ist Barbara Unmüßig, ich bin Vorstand in der Heinrich-Böll-Stiftung und verantworte dort die internationale Arbeit. Mein Gast ist heute Achim Steiner. Herzlich willkommen, Achim Steiner, der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, UNDP, täglich im Einsatz dafür, sich da auch da sehr genau und akut darum zu kümmern, was diese Pandemie eigentlich für Schwellen- und Entwicklungsländer heißt, auch für arme und ärmste Bevölkerungsgruppen. Achim, was sind denn aus deiner Sicht im akuten Kontext die größten Bedarfe und Notwendigkeiten, Menschen in dieser Pandemie zu helfen? Was heißt da Solidarität ganz konkret? In den Vereinten Nationen haben wir diese Solidarität auf drei Ebenen im Augenblick priorisiert. Das eine ist natürlich das, was die Weltgesundheitsorganisation mit uns allen im Moment versucht, nämlich den Virus selber unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, unsere Gesundheitssysteme, die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, stehen erst einmal im Vordergrund. Denn das ist die große Bedrohung und sie ist vor allem auch für die Entwicklungsländer ein potenziell katastrophales Risiko. Und die zweite Ebene ist die humanitäre Hilfe, denn wir haben bereits in vielen Ländern enorme Krisen, ob das nun Kriegsherde sind oder Naturkatastrophen, Flüchtlinge. Diese Gruppe von Menschen ist mit am gefährdetsten, von daher auch da ein besonderes Augenmerk, diese Hilfe weiter zu erhalten, denn das ist die Gefahr, dass sie stoppt. Und zweitens werden wir viel mehr Menschen in dieser humanitären Krise haben. Und drittens natürlich die ganze sozioökonomische Bewältigung. Wie gehen wir damit um, dass nun vielleicht 190, 200 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen? Wir haben inzwischen in New York und auch in den Vereinigten Staaten fast 28 Millionen Arbeitslose über Nacht bekommen. Das sind Zahlen, die keine Gesellschaft letztlich bewältigen kann, ohne enorme Maßnahmen zur Stabilisierung. Das heißt, in diesen drei Bereichen müssen wir vor allem uns im Augenblick konzentrieren. Sehr gut. Bekommst du denn von Regierungen aus aller Welt, du arbeitest ja für eine UN-Organisation, die notwendige Unterstützung, das Geld, es geht ja auch um Schnelligkeit, um Geschwindigkeit, wir können nicht lange warten und viele Hürden überwinden. Fühlst du dich unterstützt? Reichen die Hilfsmaßnahmen, die Unterstützungsmaßnahmen aus? Es ist heute der 23. April und wenn ich die letzten Wochen ehrlich bewerte, dann kommt erst einmal sehr wenig an zusätzlichen Finanzmitteln zu unserer Arbeit konkret. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in den meisten Ländern die Menschen, Regierungen erst einmal damit beschäftigt sind, überhaupt diese Krise zu Hause zu bewältigen. Aber ich glaube, außerhalb des IWF und der Weltbank, die ja mit Mitteln, die bereits dort zur Verfügung standen und nun als Kredite an die Länder vergeben werden konnten, sind die zusätzlichen Hilfszahlungen bis jetzt sehr, sehr niedrig. Aber ich glaube, das wird sich in den kommenden Wochen verändern, weil wir wissen ja, dass wenn wir in den Entwicklungsländern im Rest der Welt diesen Ländern nicht zur Seite stehen, dann wird dieser Coronavirus immer wieder zu einem Problem auch für uns werden. Von daher ist Engagement, Solidarität und auch Eigeninteresse sicherlich etwas, was ich hoffe, in den nächsten Monaten dazu führen wird, dass wir die Reichweite und auch die Größenordnung dieser Krise besser verstehen und einschätzen und damit auch die internationale Finanzierung. Was sind denn ganz konkret die Erwartungen, auch mittel- und langfristig, den stark betroffenen Entwicklungs- und Schwellenländern unter die Arme zu greifen? Was sind da so die drei wichtigsten Schritte? Zum einen ist natürlich erst einmal akute Finanzierung zur Bereitstellung von Hilfsmitteln. Das sind die medizinische Versorgung, Krankenhausbetten, Ventilators, all das, was in vielen Ländern fehlt. In einem Land wie Südsudan gibt es gerade mal 2 Ventilators im Augenblick. Es gibt mehr Vizepräsidenten als sozusagen Grundelemente der medizinischen Versorgung. Und das ist natürlich in einem Kontinent wie Afrika, wo der Virus ja gerade erst ankommt und die ökonomische Krise dieses Coronavirus, die im Grunde schon fast vorher ankommt als die Gesundheitskrise, eine enorme Herausforderung. Wir arbeiten natürlich auch an einem Thema, das sich die internationale Gemeinschaft nun wirklich vor Augen halten muss, nämlich die ganze Verschuldungsfrage. Die Mittel, auch die 1 Billion, die der IWF potenziell zur Verfügung stellt, ist ja erst einmal eine Reihe von Kreditlinien. Das heißt, die Länder, die bereits eine Schuldenproblematik haben, werden sich erst noch mehr verschulden, um einfach Mittel dafür zu haben, in ihrem Haushalt jetzt diese Krise bewältigen zu können. Auf uns kommt eine enorm große Schuldenkrise zu, in den eigenen Ländern der OECD, aber eben vor allem auch in Entwicklungsländern. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das ist vielleicht auch eine Chance, denn
aus dieser Krise heraus müssen wir in andere Richtungen gehen, was unsere Weltwirtschaft angeht, was unsere Ökonomien angeht. Und vielleicht in dieser Bewältigung der Schuldenfrage liegen auch Chancen, gerade den Entwicklungsländern neue Möglichkeiten zu schaffen. Ja, herzlichen Dank, Achim Steiner, Chef des Entwicklungshilfeprogramms der Vereinten Nationen. Wir haben über kurz- und mittel- und auch langfristige Perspektiven zum Umgang mit der Pandemie gesprochen. Schuldenerlasse, Schuldenmoratorium kommt auch von ihm als Vorschlag, der perspektivisch sehr zentral wird, wenn wir Entwicklungsländern solidarisch zur Seite stehen. Herzlichen Dank, Achim, und alles Gute für die weitere Arbeit. Viel Unterstützung, Solidarität konkret, das wünsche ich dir. Danke, Barbara.